Salut, nous sommes Karl und Wande, le gang cycliste. Das war Französisch. Wir sind in Paris. Und auf der einen Seite sind wir in Paris, weil wir unseren 10. Hochzeitstag feiern. Glückwünsche gerne in die Kommentare. Allerdings hat uns auch so eine professionelle Ader gepackt. Ja, es hat uns wieder überkommen. Ne? Wir wollten nichts filmen und auch nichts... Eigentlich wollten wir nicht arbeiten, aber es ist ein Thema, über das wir einmal sprechen wollen, weil sich hier vieles getan hat in Paris. Nämlich, es ist zu einer Fahrradstadt geworden. Lea, wann warst du das letzte Mal in Paris? Das war 2012. Also das ist jetzt schon sehr lange her. Da war ich mit meiner Schwester hier. Also wir hatten da den Eindruck, dass die Stadt sehr, sehr mit Autos verstopft war und gerade an den Hauptverkehrsknoten. Also wir haben auch wenig Radfahrer gesehen, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich damals nicht darauf geachtet habe. Aber mir kommt die Stadt schon sehr verändert vor. Aber ich meine, 10 Jahre sind auch eine lange Zeit. Ganz, ganz viele Hauptverkehrsstraßen wurden umgebaut zu Fahrradstraßen, wurden einspurig gemacht für Autos, wurden in Einbahnstraßen umgebaut. Ja, das war total beeindruckend, vor allem weil der Großteil der Straßen teilweise den Fahrradfahrern gehört. Ja. Also es gibt wirklich auf der Rue de Rivoli gibt es eine Spur für die Autos und zwei breite Spuren für Radfahrer. Ja. Und das macht so einen Spaß, darüber zu fahren. Also das ist schon echt eine richtig tolle Erfahrung, finde ich. Ja, das ist echt spannend. Ich habe mal immer so 10 Punkte aufgeschrieben, über die wir einmal ganz kurz sprechen wollen. Genau, über den ersten Punkt haben wir gerade schon gesprochen. Viele Protected Bike Lanes, besonders an den Hauptstraßen. Viele Pop-Up-Radwege in vielen anderen Städten wurden ja so, sind entstanden, sind dann irgendwie mit solchen Kunststoffpollern abgesperrt worden. Und hier ist es jetzt aber so, dass wirklich solche, ja, nicht nur Kunststoffpoller, sondern richtige Poller und auch eine physische Abgrenzung entstanden ist zwischen der Fahrradspur und der Hauptstraße. Allerdings auch nicht überall und das ist alles so ein bisschen unterschiedlich. Kommen wir gleich noch drauf. Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass wir natürlich nur in einem ganz kleinen Teil von Paris bisher waren. So den Rest können wir natürlich nicht beurteilen. Ne? Also das haben wir nicht gesehen. Ja, gut. Aber also die Hauptverkehrsachsen, diese Hauptverkehrsstraßen wurden wirklich auf Radfahrende umgestaltet, dass die wirklich den Hauptteil des Verkehrs ausmachen können. Und es gibt auch viele Beschriftungen, ne? Also da, wo jetzt keine physische Abgrenzung ist, da ist die Beschriftung auf jeden Fall vorhanden. Ja. Zweite Beobachtung. Direkt an der Seine sind mega gute Strecken entstanden. Besonders beeindruckend? Der Tunnel. Ja, genau. Der war genial. Ein kompletter Tunnel am Louvre entlang. Ne? An der Seine-Seite des Louvre unterirdisch. Die ganzen Wände voll mit Kunstwerken, mit bunter Beleuchtung. Und das ist richtig abgespaced, wenn man da durchfährt. Das ist super cool. Also wir haben auch die richtige Richtung gewählt. Da ging es bergab. Deswegen konnten wir da also richtig durchballern. Und das war einfach super beeindruckend. Ne? Weil wir gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Ja. Viele Streckenabschnitte sind auch richtig dunkel. Haben wir eigentlich schon gesagt, was für Räder wir jetzt hatten? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Haben wir nicht gesagt. Haben wir nicht gesagt, sagen wir hier nochmal. Genau, so ein Zwischenpunkt. Wir hatten nämlich, wir durften uns nämlich Bromptons ausleihen. Hier von der Brompton Junction in Paris. Vielen Dank an Jan Brinkmann vom deutschen Marketing-Team und an Claire, die das da drüben managt. Ja, damit konnten wir jetzt diese schönen Falträder durch die Stadt bewegen. Und was auch erstaunlich ist hier, dass es wahnsinnig viele Bromptons gibt. Also ich glaube, neben diesen Sharing-Bikes sind die Brompton das meistgefahrene Rad. Ja, war auch mein Eindruck. Also auch super viele Leute, die uns darauf angesprochen haben. Ja. Also das war richtig cool. Wir sind durch die Räder so ins Gespräch gekommen. Das einzige Problem war, wir durften die nicht aus den Augen lassen. Das heißt, wir konnten leider nicht mit den Rädern überall rein. Deswegen haben wir noch eine andere Transportmöglichkeit gewählt. Aber darüber sprechen wir später noch. Mhm. Der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist, Radwege sind teilweise auf Busspuren. Wie findest du das? Ja, das ist natürlich manchmal gut, aber auch oft schlecht, weil dort auch die Taxifahrer fahren dürfen. Vor den Bussen habe ich jetzt nicht so Angst, weil das ist okay. Aber die Taxifahrer sind teilweise sehr, sehr rücksichtslos und da muss man teilweise schon sehr mutig sein. Ja, also genau, die Radwege auf den Busspuren, diese Hybridwege, die sind natürlich richtig schön breit, aber
auch da, wie du es gerade sagtest, also das ist so mein Punkt 4, ich weiß gar nicht, ob die Taxifahrer das dürfen, auf den Busspuren fahren, weil sie fahren da teilweise eben auch ohne Not lang. Dann fährst du einfach um 23 Uhr irgendwie über einen Radweg, denkst dir nichts dabei und plötzlich kommt so ein Tesla-Taxi von innen angeschossen. Also mein Verhältnis dazu ist auch recht ambivalent. Einerseits ist es teilweise total toll, diesen Freiraum zu haben. Auf der anderen Seite kam ich mir aber auch total häufig schon sehr verloren vor, auf diesen riesigen Kreuzungen und diesen unfassbar großen Busspuren. Und wusste gar nicht, ob ich überhaupt das Recht dazu habe, da zu fahren. Genau, das ist Punkt 5. Teilweise chaotische Radwegführung. Man steht teilweise plötzlich da und weiß nicht, wohin. Ja. Genau, also gestern sind wir gefahren. Breite Straße, Radweg und Busspur in der Mitte und links und rechts so zwei kleine Autospuren. Plötzlich eine Riesenkreuzung und der Radweg war plötzlich nicht mehr in der Mitte, sondern rechts von der Straße mit der Busspur. Also man muss, und das war nicht so unheimlich gut zu erkennen. Dann fällt man erstmal über so ein Schachbrettmuster und so kleine Zeichen unten auf der Straße lassen dann erkennen, wo man dann hin muss. Also man muss wirklich aufpassen, wo man langfahren darf bzw. langfahren sollte, weil wenn man dann auch die Spur der Autos nimmt, dann wird man auch gehasst. Ja. Von den Leuten in den Autos. Mhm. Und wenn du durch so kleine Gassen fährst, also ganz, ganz viele Einbahnstraßen wurden auch zu Zwei-Richtungs-Einbahnstraßen umgebaut, also dass du da mit dem Fahrrad in der falschen Richtung durchfahren kannst. Aber das macht die Straßen ja nicht breiter. Das heißt, du hast dann da so viel Platz, um zwischen den parkenden und den entgegenkommenden Autos durchzufahren. Und die Leute in den Autos machen auch nicht unbedingt dann Platz für dich, sondern die fahren dann halt einfach ihren Schuh weiter. Ja, genau. Also das meinte ich auch vorhin mit mutig sein. Du musst es halt einfach machen. Ja. Und meistens hilft halt auch, dass du dem Pulk folgen kannst, ne? Genau, Pulk folgen. Genau, und einfach mit deinen Nerven aus Stahl spielen und einfach fahren. Einfach die Frechheit der anderen übernehmen und das einfach mitmachen. Ja. Ja, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ich glaube auch. Wir gehen jetzt auf einen weiteren Punkt des neuen Pariser Verkehrskonzepts ein, nämlich auf die Sharing Bikes. Punkt Nummer 6 sind die Verleihräder. Und wir sind jetzt hier in einer Velib-Station, um gleich den berühmten Champs-Élysées lang zu fahren. Und hier sind erstmal diese ganzen Leihfahrräder. Die blauen sind Elektroräder, die grünen sind Biobikes. Und wir haben jetzt für 3 Tage ein Ticket gelöst für 2 Räder. Das hat jetzt 40 Euro Grundgebühr gekostet. Da sind 6 Fahrten inbegriffen. 6 Fahrten à 45 Minuten sind dann kostenlos. Und du zahlst dann, wenn ich das richtig erinnere, 1 Euro pro 30 Minuten obendrauf bei den E-Bikes. Und 1 Euro für die ersten 45 Minuten, wenn du außerhalb dieser 6 Fahrten bist. So, das haben wir jetzt bisher ganz gut genutzt. Das einzige Problem ist, gute Räder zu finden. Wie war unsere Experience mit den Velib-Rädern bisher? Ja, das war ganz lustig. Wir hatten so ein bisschen Anfängerglück. Ja. Wir waren total begeistert, weil wir mega gute Räder hatten, voll geladen und so. Ne? Das war einfach nur Zufall. Und die restlichen Tage haben wir jetzt echt richtig Pech gehabt. Ja. Wir mussten teilweise echt von Station zu Station gucken. Ja. Sorry, also, Bonbon im Mund. Ja, also wir haben ganz, ganz viele Räder wirklich nach 2 Minuten wieder zurückgegeben, weil dann war der Reifen platt oder die Kette war abgesprungen oder der Akku leer. Und das kann man zum Teil nicht sofort sehen. Das war ziemlich frustrierend teilweise. Ja, genau, das war echt frustrierend. Und ich glaube auch, dass keiner sich die Mühe macht, richtig solche Defekte zu melden. Ja. Und dadurch stehen die Dinger hier rum und sind halt voll geladen und du kannst sie dir ausleihen. Und dann, wenn du losfahren willst, merkst du es halt erst, ne? Ja. Also das ist, mich wundert immer wieder, wie die Leute so schlecht damit umgehen können. So, ja, mich ich verstehe es einfach nicht. Aber das ist bei vielen ist halt Sharing, nicht ihr Eigentum, ne? Genau, das ist bei vielen Sharing-Systemen das Gleiche. Und hier in Paris gibt es ja noch einige weitere Sharing-Systeme, Fahrräder, die du dir halt mit so einem Abo-Modell bestellen kannst. Und einige Konzepte und auch natürlich E-Scooter. Dann gibt es hier Fahrservices verschiedene. Also hier kannst du wirklich multimodal unterwegs sein, weil es natürlich auch noch die U-Bahn gibt. Ja. Und das waren wir in der letzten Zeit auch. Genau. Aber jetzt nehmen wir uns mal so ein Velib. Und das hier sieht sogar ganz gut aus. Das sieht gut aus, guck mal. Nice, sogar halb voller Akku. Hälfte geladen, Hammer. Also, los geht's. Überhaupt kein System in diesem Kreisel. Die Autos stehen alle in Reihen neben
umeinander. Es gibt keine Routen. Alle fahren durcheinander. Rechts fahren sie rein, aus der Mitte fahren sie raus. Ja, das Problem ist, dass Frankreich oder in Frankreich ist das Kreiselsystem ziemlich dumm. Man muss nämlich, wenn man im Kreisel ist, muss man denen Vorfahrt gewähren, die von rechts in den Kreisel reinfahren wollen. Ist das so? Während es in Deutschland ja andersrum ist. Wenn du im Kreisel bist, hast du Vorfahrt. Hier hast du, ist trotzdem rechts vor links, auch im Kreisel. Und das gilt natürlich für kleine Kreise, genauso wie hier für den hier. Ich dachte, es gelten gar keine Regeln. Ja, doch, die so, gelten nicht. So wie es aussieht. Aber das ist halt echt interessant, weil das ist erstmal total verwirrend. Aber wenn man es weiß, dann geht das doch relativ unfallfrei mal, hier. Geht's recht unfallfrei hier über die Bühne. Aber was halt auch auffällt, hier ist halt noch richtig viel Autoverkehr. Und halt für Radfahrer gibt es hier keinerlei Schutz. Während eben der Champs-Élysées noch ganz gut mit solchen Bordsteinen begrenzt war für Radfahrende, ist jetzt hier das plötzlich zu Ende. Und ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt weiter Richtung La Défense fahren würden, wie es da aussieht. Die denken sich jetzt mal so, heute habe ich wieder den Kreisel überlebt. Yes. Also ich finde es erstaunlich ruhig eigentlich. Ja, echt? Es ist nicht so sonderlich laut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera hören kann. Was zu beweisen war. Die machen jetzt natürlich Lärm. So, wir fahren jetzt in eine ruhigere Ecke und dann gibt es die nächsten 4 Punkte. Beobachtung Nummer 7. Die Pariser fahren schnell. Sehr schnell Fahrrad. Sehr schnell. Also die haben sich offenbar sehr schnell daran gewöhnt, wie sie fahren müssen in dieser Stadt, wie die Radwege funktionieren etc., weil selbst mit Pedelecs werden wir ständig überholt. Auch von Leuten ohne Pedelec, also auf ganz normalen Rädern. Und scheinbar sind die E-Scooter auch deutlich schneller als in Deutschland. Ja, habe ich auch das Gefühl gehabt. Man muss aber auch schnell sein, denn ich habe das Gefühl, dass der ganze restliche Verkehr darauf abgestimmt ist sozusagen, wie schnell die Radfahrer fahren. Mhm. Also die sind darauf eingestellt, dass die Radfahrer sich zackig entscheiden, wo sie hinwollen. Und man merkt halt schon diese Ungeduld, ne? Wenn Taxifahrer natürlich und so, aber ja, das stimmt. Die werden sehr schnell ungeduldig, wenn man da mit seinen 15 km/h lang gondelt. Ja, das ist nicht so gern gesehen. Ja, das stimmt. Punkt 8. Man merkt, dass es noch nicht lange eine Fahrradstadt ist. Und zwar habe ich das gemerkt anhand der Räder, die Pariser fahren. Ja. Die sind meistens, oder ganz, ganz viele sind relativ neu. Und auch die Pariser geben sehr gerne viel Geld für ihre Räder aus. Ja, also da, wo wir natürlich gesehen, also wir sind in der wirklich im Zentrum von Paris. Ja. Da können sich die Leute das wahrscheinlich auch eher leisten. Und das sieht man den Rädern auch an. Ja, auch Cargo-Bikes, ganz, ganz viele Cargo-Bikes. Und auch viele Lieferdienste, die mit Cargo-Bikes hier in Paris ausliefern. Dazu gibt es eine kleine Story dann bei Instagram. Beobachtung Nummer 9. Radfahrer fahren bei Rot, Fußgänger laufen bei Rot. Also, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist oder mit dem Auto, dann hältst du tendenziell bei roten Ampeln an. Ansonsten aber völlig. Wie sind immer Chaos. Die Deppen, die bei Rot stehen bleiben? Und ich habe auch mal das Gefühl, dass die Leute sich darüber aufregen, weil die immer extra eng an uns vorbeifahren dann. Klingeln einen dann weg und so. Und extra schnell auch. Ja. Also wir können uns da noch nicht so ganz dran gewöhnen. Also wir warten auch weiterhin ganz brav. Ja. Ich glaube, das ist in jeder größeren Stadt so, dass die dann die Verkehrsregeln eher als Empfehlung sehen und die Lichtzeichen eher als Empfehlung sehen, denn als Regel. Ja. Und zum 10. Punkt wollen wir mal kurz einen Vergleich ziehen zwischen Paris und so Städten wie Amsterdam, Kopenhagen. Und gerade Amsterdam und Kopenhagen sind ja nun schon sehr lange Fahrradstädte. Und auch in Paris gibt es ja auch schon einige Radwege, die wir jetzt entdeckt haben, die schon recht alt sind, die nicht erst in den letzten 2 Jahren entstanden sind. Aber trotzdem fühlen sich diese Städte nochmal anders an, oder? Mhm. Also ich glaube, allgemein kann man sagen, weswegen man erkennen kann, dass Paris eine relativ junge Fahrradstadt ist, weil in Kopenhagen und Amsterdam ist es völlig egal, was für ein Fahrrad du fährst. Ja, aber du vergleichst doch gerade die zwei ultimativen Fahrradstädte, die schon jahrelang. Ja, klar, aber da möchte Paris ja stellen. Hin. Da möchte Paris ja hin. Ja, okay. Mhm. Und in Jetzt Kopenhagen. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Genau, und in Kopenhagen und Paris, da fährt der Manager oder die Managerin auf so einem alten, klapprigen Hollandrad durch die Stadt, die überholt fahren, dich mit 26, 27 km/h und
Und neue Räder sieht man da wirklich nur dann, wenn die sportlich unterwegs sind. Ne? Genau, also die meisten Leute fahren echt Ranzeräder. Und die werden halt auch einfach irgendwo hingeschmissen. Ja, und auch Helm tragen. Also und wie schnell alle sind. Alle sind so genau, unfassbar alle sind super schnell. Und in Paris tragen ganz, ganz viele Helm, was ich per se gut finde. Und in Kopenhagen und Amsterdam ist die Helmtragequote deutlich geringer. Ja, also in Amsterdam trägt eigentlich keiner einen Helm. Nee. In Kopenhagen schon einige. Ja, genau. Aber in Amsterdam ist es auch eigentlich nicht notwendig, denn ich finde, der größte Unterschied ist, dass die Autofahrer einfach wirklich auf die Radfahrer eingestellt sind. Die Radfahrer und die Fußgänger haben Priorität und das ist da ein Selbstverständnis und das merkt man. Genau. Und dementsprechend ist der Helm auch nicht wirklich notwendig. Ja. Klar kommt man immer wieder in blöde Situationen, das kann ja jedem passieren, aber so per se würde ich auch sagen, in Amsterdam kannst du deinen Helm, brauchst du keinen Helm. Ja, und hier ist das noch so, dass also ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Autos oder dass die Autofahrenden immer noch genervt davon sind, dass ihnen jetzt so viel Platz weggenommen wurde und dass sie jetzt nicht mehr überall durchkommen. Ja, genau. Und dementsprechend haben sie immer noch so ein Level an Genervtheit von den ganzen Leuten auf den Fahrrädern und E-Scootern etc. Das hast du auch gefilmt, ne? Es gab zum Beispiel eine Situation, das war das war ganz witzig. Da musste man sich durch so eine kleine Straße schlängeln und die war halt komplett vollgestellt mit Autos, die da im Feierabendverkehr warteten, alle ultra genervt. Lea, was gerade passiert? Alle Autofahrer mussten rechts ab. Und was haben wir gemacht? Die Polizei hat geregelt und alle Radfahrer vorgelesen gelassen. Ja, Radfahrer geradeaus, alle Autos rechts rein. Und alle am Hupen. Da hat man eben auf dem Fahrrad auch hier einen Vorteil. Und was man im Vergleich zu den anderen Städten auch sagen kann, in Amsterdam und in Kopenhagen gibt es eine deutlich eindeutigere Infrastruktur. Du weißt immer ganz genau, wo du mit deinem Fahrrad langfahren darfst. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Fazit, würdest du empfehlen, in Paris mit dem Fahrrad zu fahren und die Stadt zu erkunden? Ja, volle Kanne. Also auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, aber man sollte schon ein sicherer Radfahrer sein, sich ein bisschen was zutrauen auch. Und also auf jeden Fall ein sicherer Radfahrer sein. Ja. Das ist schon sehr wichtig, regelmäßig fahren. Dann kann man das gut machen. Wenn man wirklich regeltreu ist in Deutschland, dann auch gerne an roten Ampeln halten etc. Ich glaube, das ist schon okay. Das ist schon okay. Ja, man schadet damit wirklich niemandem. Nee, aber ich würde es auch definitiv empfehlen, was du sagst. Also man muss wirklich mutig sein und sich und nicht zurückstecken. Ja, aber auch dann teilweise sein, ne? Teilweise halt muss man sich halt auch nicht durch fahren. Den Autos schlängeln können, breiten einschätzen können und nicht wundern, wenn eben niemand irgendeinen Sicherheitsabstand einhält, weil das ist auch teilweise einfach unrealistisch, und muss man ganz ehrlich sagen. Man muss sich auch gut auf unterschiedliche Räder einstellen können. Genau, wenn man sowas ausleihen möchte, dann unterschiedliche Räder. Aber das ist auch tatsächlich, würde ich auch empfehlen. Also ich würde nicht unbedingt empfehlen, ein eigenes Rad mitzunehmen, weil man die tendenziell nicht so gut parken kann, da wo man wohnt. Ja, ist ganz schwierig. Und diese Velib-Stationen, die sind wirklich überall im Stadtgebiet verteilt. Das ist ziemlich cool. Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man ein Brompton, Velo, Faltrad, Birdie, Faltrad, whatever genau. hat, auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Das ist cool. Das kannst du auch überall anschließen. Klar musst du dir immer einen guten Ort dafür überlegen, aber das kannst du wirklich überall mit hinnehmen, denke ich. Ja. Und hat man richtig Spaß. Also das, ja, das ist stimmt. richtig cool. Unser Nachteil war halt einfach, dass wir keine Schlösser hatten. Genau, wir durften die nicht aus den Augen lassen. Aber genau, so ein Faltrad kannst du wirklich auch in viele Geschäfte, in viele Cafés einfach mit reinnehmen. Das lohnt sich dann wirklich. Aber ansonsten, ja genau, Sharing-Bikes, Sharing-Scooter nehmen. Damit kommt man, glaube ich, in Paris ganz, ganz gut voran. Seid ihr schon mal in Paris Fahrrad gefahren? Oder habt ihr das vor? Dann sagt es doch mal unten in den Kommentaren. Ist das ein Radlbande? Ja, ja, das kommt hier auf dem Hauptkanal. Oh, dann moderiere ich mal ab, ne? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, Daumen nach oben vergessen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, wenn die Radlbande wieder auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Au revoir. Au revoir. Au revoir.